Hi zusammen, ich bin's wieder, euer Gary von Learning by Frickeling und heute mache ich ein Video für Leute, die zumindest Teile der Wartung an ihrem US-Buchanker selbst vornehmen wollen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Luftfilter bzw. Luftfiltertausch. Die Frage ist in letzter Zeit öfter aufgekommen. Ich zeige euch, wie man den tauscht, welches Werkzeug man braucht, wie lange man dafür in etwa braucht und wo ihr einen Luftfilter herbekommt. Legen wir direkt los. Als erstes wird der Beifahrersitz ausgebaut. Dafür braucht ihr kein Werkzeug, es sei denn, ihr habt eine Sitzheizung verbaut, um den Stecker zu entriegeln. Ist so ein kleiner Schlitzschraubendreher ganz hilfreich. Ich zeige euch einmal, wie der Stecker verriegelt ist. Und dazu gehen wir auf die Fahrerseite. Das ist das gleiche System, aber da ist einfach etwas mehr Platz, um das vernünftig zu filmen. Der Sitz wird in die vorderste Position geschoben und etwas nach vorne gedreht. Und schon habt ihr einen Blick auf den Stecker, der wie folgt verriegelt wird. Von dem Steckerteil, von dem Mama-Teil, ist hier eine kleine Nase. Von dem Mama-Teil ist hier diese Fahne. So, und hier geht man runter und hebelt. Seht ihr, leichte Drehbewegung. So, und das Ganze nochmal mit dem Lüsterklemmschraubendreher hier drunter. Leicht eindrehen und auseinanderziehen, die beiden Teile. Jetzt sieht man hier, der Stecker ist kodiert über den Steg. Und hier ist das Widerlager, hier das Gegenteil, hier geht die Kodierung rein und hier hält der Stecker sich fest. Zack. Und so wird der gelöst. Fertig. Also auch auf der Beifahrerseite wird der Sitz weit nach vorne gedreht. Und zwar, dass ihr hier oben in diese Ecke kommt. Da geht der gleich am leichtesten raus, also nicht zu weit nach vorne drehen. Eventuell etwas weiter, um den Stecker loszumachen und dann wieder in diese Stellung zurückdrehen. Dann befindet sich hier hinten hinter dem Sitz diese Flügelmutter. Die muss nicht komplett abgedreht werden, lediglich ein gutes Stück und dann kann die nach hinten weggeklappt werden. Im vorderen Bereich des Sitzes ist dieser in die, ich sag mal, Ringösen fahrzeugseitig eingeschoben. Dazu wird er einfach hinten angekippt und nach vorne rausgezogen. Also Sitz nach vorne kippen, zu sich ziehen und dann oben und unten aufpassen, vorsichtig rauszirkeln. Mehr ist das nicht. So, dann nehmen wir hier den Teppich raus. Der ist im Prinzip nur aufgelegt, an ein paar Stellen ein bisschen drumherum geführt, aber überall. Man bekommt den ohne Demontagearbeiten hier rausgenommen. Als nächstes machen wir die Haube auf und arretieren diese. Dann muss dieses Blech hier raus. Dafür als erstes hier hinten, vorsichtig, den verliert man gerne. Große Knarre, 17er Nuss, wahlweise Ringmaulschlüssel oder einen gekröpften Ringschlüssel, den Anschnaller losmachen und dann, ich empfehle Akkuschrauber, die ganzen kleinen Schräubchen mit dem 10er Kopf einmal rundherum, alle selber müssen los und teilweise zum Gegenhalten auch hier 10er Schlüssel, Ringschlüssel, Maulschlüssel. So, mit der großen Knarre kommt man hier nicht runter, wir brauchen also einen Ringschlüssel. Schraube, Sperrkantscheibe, U-Scheibe, U-Scheibe. In der Reihenfolge lege ich mir das ab, damit das nicht durcheinander kommt. Als nächstes sind die Schräubchen dran. Im Deckel von irgendeiner alten Sprühdose gehen die nicht so schnell verloren. Und für hier hinten braucht man eine kleine Knarre, da ist der Akkuschrauber leider zu groß für. Wenn alle Schrauben los sind, lässt sich das Blech ganz einfach nach oben rausnehmen und zur Seite legen. So, wir haben jetzt hier, hinten ist die Luftansaugung. Das ist der Resonator, das ist im Prinzip ein Verhinderer von Strömungsgeräuschen der Luft. Wir haben hier das Luftfiltergehäuse und vom Luftfiltergehäuse geht über diesen flexiblen Schlauch die Luft dann ins Saugrohr. Der bleibt drin,
weil Wasserschläuche zum zusätzlichen Heizungskasten hier hinten gehen. Die möchte ich nicht losmachen, sprich das Gehäuse muss drin bleiben. Den Kabelbinder schneide ich durch, um die Schläuche auf Seite zu bekommen. Neuen Kabelbinder lege ich natürlich bereit, um das gleich wieder herstellen zu können, die Verbindung. Und das bauen wir aus. Das geht über diese Schraubschellen hier. Dafür braucht ihr so ein Werkzeug. Geht natürlich auch kleine Knarre mit einer Verlängerung und 7er Nuss hier, 7 mm Nuss ist das. Auch hier wieder nicht ganz aufschrauben, sondern nur lösen. Das gleiche bei dieser Schelle, die das Luftfiltergehäuse mit diesem Resonanzkasten verbindet. Und hier unten hinter den Schläuchen seht ihr nochmal genau das gleiche. Auch hier muss losgeschraubt werden. Vorsicht, dass die Schellen nicht verloren gehen und dann auch den auf Seite legen. So, jetzt kommen wir besser hier dran. Und als letztes wird dann noch hier losgeschraubt. Die Mutter auf der anderen Seite ist fest, die kann man also nicht verlieren. Lediglich die Schraube wird zur Seite gelegt, Sperrkantscheibe, Unterlegscheibe, Schraube in der Reihenfolge auf Seite legen. So, jetzt sieht das schon ganz schön locker aus. Jetzt wird das Luftfiltergehäuse noch ausgebaut. Dazu die Schläuche beherzt auf Seite drücken, also in Richtung Fahrerseite drücken, damit ihr hier mit dem Luftfiltergehäuse rauskommt. Beherzt heißt, man kann schon ein bisschen was dabei sagen, soll aber natürlich nicht dran reißen wie ein Wahnsinniger. Ja, gerade an solchen Stellen aufpassen, dass die da nicht auseinandergerissen werden. Aber ganz ehrlich, wenn die durch ein bisschen beiseite drücken kaputt gehen, dann seid froh, dass das jetzt passiert und nicht unterwegs, wenn ihr irgendwo in Albanien auf der Steppe steht. Den Halter drehe ich sicherheitshalber auch noch zur Seite. Dazu einfach hier den Halter vom Wasserkühler. Bei mir ist das eine 12er Schraube. Lösen und dann etwas nach oben biegen, damit ihr besser dran kommt. Jetzt müssen wir das Teil irgendwie rausbekommen. Ich drücke das ein bisschen nach innen rein, Schläuche auf Seite und dann wird das rausgedreht. Da ist der Schlingel. Es wird bestimmt ein Geschenk, das gleich wieder zu montieren. Lege ich jetzt aber erstmal auf Seite und wir gucken uns den Luftfilter an. Auch hier wieder 17er Schlüsselweite. Eine U-Scheibe. So, und um dann die beiden Gehäusehälften auseinander zu bekommen, die Mutter hier nochmal drauf drehen zum Schutz des Gewindes und ein paar Mal beherzt auf den Boden klopfen. Hier sitzt der Luftfilter von März 2021 offensichtlich. Und auch der ist wieder mit einer Mutter fest, 17er Schlüsselweite. Wieder Mutter und U-Scheibe. Und schon kann der Filtereinsatz abgenommen werden. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Und zwar so ein Luftfilter aus Russland, der kostet in Russland 5-6 Euro. Bis der in Deutschland angekommen ist, haben da 10 Leute Geld dran verdient und der kostet 35-40 Euro. Sage ich euch ganz ehrlich, sehe ich nicht ein. Ich kenne auch vorher die Qualität nicht, ich kenne die Marken in Russland nicht, ich habe keine Ahnung, wie die Dinger so sind. Ich sehe gar nicht einen 5 Euro Filter für 35 Euro in Deutschland zu kaufen. Also, was gibt es für Alternativen?
Gibt es überhaupt Alternativen? Ja, gibt es, habe ich gefunden, ein Substitut. Und zwar Filtron. Filtron stellt Luftfilter her. In dem Fall ist das der AM411-4. Der wird auch in einigen, ich glaube, Jeep-Modellen verbaut. Und dieser Filtron-Filter hat genau die gleichen Maße wie der originale Luftfilter. Lediglich außen dieses Metall, dieser Metallschutz ist nicht drum. Halte ich auch nicht für unbedingt notwendig. Ich habe noch nie so ein robustes Luftfiltergehäuse gesehen, Freunde. Also den bauen wir jetzt ein. Die Dimensionen sind alle identisch. Der sollte 1:1 da reinpassen. Alt weg. Neu hin. So, die Schraube ziehe ich jetzt nicht mehr ganz so fest. Mein Vorgänger, der hat richtig was dabei gesagt. Da musste ich gerade kurz grün werden, um die loszukriegen. Aber das ist nun wirklich nicht notwendig. Also das, was ich hier mache, ist nicht ideal. Besser ist ein gekröpfter Ringschlüssel, ne, der hier so ein bisschen gebogen ist und dann runter geht. Damit wird man das 50 losbekommen. Oder natürlich eine lange 17er Nuss für die große Knarre. Auch das geht genauso gut. So, der muss nicht unendlich festgeknallt werden. Ein bisschen Vorspannung draufbringen, damit hier hinter diese Dichtung vernünftig arbeiten kann, dass die etwas zusammengepresst wird. Und das reicht dann auch schon. So, sicherstellen, dass die Dichtung richtig sitzt. Hier wird alles staubfrei und sauber gemacht, ne? Ist selbsterklärend. Dann kommt das oben drauf. Kontrolle, ob alles richtig sitzt. So, die Einbauposition ist egal, sage ich mal vorsichtig. Und dann auch hier wieder U-Scheibe, Mutter drauf, festschrauben. Und sobald ich das fest habe, sehen wir uns am Auto wieder. So, dieses, ich nenne es mal Halteband, das kommt hier unten um dieses weiße Ding drum, außerhalb. Ne, das Luftfiltergehäuse sitzt innerhalb, dieses Halteband ist außerhalb drumherum und darüber wird das Luftfiltergehäuse dann wirklich bombenfest gehalten. So, der saß wie folgt hier drin, Schraube zur Wand hin, Öffnung zum Motor hin und hier der Einlass, der kommt hier links in diesen Resonator oder wie auch immer das Ding heißt. Also, Schläuche beherzt auf Seite. Und dann wird der hier so reingedreht, wie wir ihn rausgedreht haben. So, also worauf man achten muss, man muss einfach auf das Gewinde etwas aufpassen, was hier dran vorbei muss, dass man nichts beschädigt damit. Hier in dieses Resonatorgehäuse bin ich gut reingekommen. So, und jetzt sitzt der hier wunderbar drin. Die nächste Herausforderung wird das Halteband zu montieren. Ja, wo man nichts sieht, ist fühlen keine Schande. Einfach mal mit den Händen unten drum gehen, um zu schauen, wo man da hin muss. Die Schraube auch schon mal angesetzt werden, damit hier nichts mehr abhaut. Ziehe ich noch nicht endfest. Vorher wird diese Luftführung hier angesetzt, die vom Luftfilterkasten zum Saugrohr führt. Und erst wenn ich alles fertig montiert und schön ausgerichtet habe, dann ziehe ich nacheinander die einzelnen Schraubverbindungen fest. Wenn alles richtig sitzt und nochmal kontrolliert wurde, dass keine Schelle irgendwo dran stößt, dass keine Schläuche geknickt werden und so verlegt sind, wie sie vorher waren, dann können die Schraubverbindungen nacheinander festgezogen werden. Das sind 1, 2, 3, 4 Stück. Wenn ihr dann wieder alles zusammengebaut habt, kann der Rückbau beginnen. Also das Blech kann wieder drauf, die Matte kann wieder rein, der Sitz kann wieder rein. Worauf ihr bitte achten sollt, die Verbindung hier unten und die ist wichtig. Die muss unbedingt dicht sein, weil hier dürfen natürlich keine Fremdkörper mehr
in Richtung Saugrohr gelangen. Dann die Positionierung der Schellen. Die kann durchaus nachher anders ausfallen als vorher. Geht da einfach mit ein bisschen logischem Menschenverstand dran. Achtet drauf, dass die nichts blockieren und nirgendwo gegenstoßen. Das muss nicht sein, dass die vorher gut gesessen haben oder korrekt gesessen haben. Ihr könnt das durchaus besser machen, wenn ihr dann später wieder alles zusammenbaut. Und kontrolliert einfach nochmal, habt ihr wirklich alles festgeschraubt? Scheuert kein Kabel, auch vielleicht Leitungen oder Schläuche, an denen ihr nicht dran wart. Scheuert da nichts. Hier die Schelle habe ich zum Beispiel versetzt, weil die immer an meinem Saugrohr gekratzt habt. Ne? Nur so als kleines Beispiel, so Sachen können durchaus sein beim Buchhanker, das kann euch hier alles begegnen. Dann geht der Halter wieder zurück und ich baue den Rest ein. So, auch hier ist wieder darauf zu achten, erst alle Schrauben lose ansetzen, diese Platte ausrichten und dann, wenn alle Schrauben angesetzt sind, alle Schrauben festziehen. Da gibt es keine bestimmte Reihenfolge. Damit stellt ihr nur sicher, dass ihr die Schrauben auch wirklich alle dahin bekommt, wo sie hingehören. Einmal angesetzt, könnt ihr wieder den Akkuschrauber fliegen lassen. Kabelbinder vorher vergessen hat, muss man halt so wie ich jetzt fummeln. Scheiße. Zack, zack, zack. Das sieht schon wieder gut aus. Jetzt kommt noch der Sitz rein und dann haben wir das. Das Gegenstück von der Sitzheizung ist echt reichlich kurz. Muss man schon mal einen langen Arm machen, um da dran zu kommen. Na komm! Ja, super! Kommen wir zum Fazit des Videos. Ihr habt es gesehen, das ist wirklich kein Hexenwerk. Man braucht kein besonderes Werkzeug dafür. Und ihr braucht eine halbe Stunde beim ersten Mal. Beim zweiten Mal geht es schneller. Besorgt euch den Filter hier. Filtron AM411-4. Der passt. Das ist der richtige Filter. Den bekommt man im Shop in Deutschland. Ich habe jetzt rund 15 Euro für den Filter bezahlt. Habe sie auch schon für 10 gesehen, auch für mehr. Teilweise kommen Versandkosten mit drauf. Ich habe ja 2 Stück zu Hause liegen. Jetzt den ersten habe ich bei 10.000 Kilometern nach etwa einem Jahr neu gemacht. Das ist eigentlich viel zu früh, aber ich wollte es mal ausprobieren, ich wollte ein Video davon machen und ich wollte schauen, wie gut dieser Filter passt. Der passt ganz hervorragend. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen und weiterhin gute Fahrt euch mit dem treuen Buchhanker. Sagst du Tschüss? Ich glaube, das heißt Tschüss. Tschüss!